Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, hier in Graz zu sein, obwohl ich sagen muss, man kommt schneller von Innsbruck nach Moskau als von Innsbruck nach Graz. Aber habe mich trotzdem nicht abgehalten der freundlichen Einladung des Landes Steiermark und Ihrer Einladung zu folgen, hier heute Abend zu Ihnen über das Verhältnis Russlands zum Westen zu sprechen und deutlich zu machen, wo die Schwierigkeiten in diesem Verhältnis liegen, welche Strategien es gibt, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen und wo die Verantwortlichkeiten liegen, dass wir in diese Schwierigkeiten überhaupt gekommen sind. Das Verhältnis zwischen Russland und den Vereinigten Staaten ist heute sicherlich so schlecht, wie es zuletzt 1983 war, am letzten Höhepunkt des Kalten Krieges. Das Zerwürfnis geht tief, die Interessen divergieren, die persönlichen Beziehungen sind schlecht. Putin hält Obama für einen schwachen Führer. Obama sagte über Putin, er benimmt sich wie ein dummer Schuljunge auf der letzten Bank und führt eine Regionalmacht, die im Abstieg begriffen ist. Das zeigt schon ein wenig die Entfremdung, die zwischen beiden Seiten herrscht. Und man würde kaum glauben, dass Wladimir Putin, der heute eine ganz klar anti-amerikanische Agenda verfolgt und gleichzeitig eine sehr intensiv pro-russische Agenda erfolgt, vor 16 Jahren noch, also damals zum ersten Mal zum Präsidenten Russlands gewählt wurde, noch auf eine Partnerschaft mit dem Westen, auch eine Partnerschaft mit der NATO ausgerichtet war und dass dieser Versuch einer Partnerschaft, so wie schon ein vorangegangener, letztlich gescheitert sind, worüber ich später noch sprechen werde. Manche meiner Kollegen sprechen schon von einem neuen Kalten Krieg. Robert Legwold, ein ganz berühmter, emeritierter Professor, der sich mit russländischer Politik, Innen- und Außenpolitik befasst, hat ein Buch geschrieben, The New Cold War, wo er versucht darzulegen, dass wir eigentlich wieder dort sind, wo der Kalte Krieg die Beziehungen zwischen beiden Staaten bestimmt hat. Ich glaube, seine Thesen sind falsch. Wir sind nicht in einem Kalten Krieg, vielleicht noch nicht in einem Kalten Krieg, aber derzeit zweifellos nicht. Der Kalte Krieg war ein Zustand eines ideologisch begründeten und militärisch hochgerüsteten Konfliktes zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, wo einander feindlich gegenüberstehende und miteinander rivalisierende Herrschafts- und Gesellschaftskonzepte miteinander rangen. Und wo dieser Konflikt zwischen Osten und Westen die gesamte internationale Politik bestimmt hat. Und wenn man das als die vier Pfeiler des Kalten Krieges ansieht, dann sind wir zweifellos nicht dort. Wir haben keinen großen ideologischen Gegensatz, wenn man davon absieht, dass manche amerikanische Kollegen hier einen Gegensatz zu konstruieren versuchen zwischen der liberalen Demokratie westlicher Staaten und einem illiberalen Autoritarismus, wie sie ihn in Russland vorzufinden meinen. Wir haben zwar einen Zustand, wo beide Seiten ihre militärische Modernisierung vorantreiben und militärisch wieder näher aneinander rücken, an den Außengrenzen des Nordatlantischen Bündnisses, aber wir haben keinen hochgerüsteten Konflikt. Es stehen einander eben nicht zwei konkurrierende Gesellschafts- und Herrschaftssysteme gegenüber. Und der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und den USA bestimmt nicht die internationale Politik. Wie man überhaupt sagen muss, Russland ist für die amerikanische Außenpolitik keine Priorität. Und das schon seit fast 20 Jahren. Was wir haben, ist eine anhaltende und daher meine ich auch schon pessimistisch sein dürfend, eine die nächsten Jahre bestimmende strategische Machtrivalität
zwischen beiden Staaten. Mit massiven Interessengegensätzen, die es zunehmend schwieriger machen, dass die beiden Staaten selbst in den Bereichen, wo sie ein gemeinsames Interesse haben, miteinander zusammenarbeiten können. Mancher von Ihnen möchte vielleicht gleich einwerfen, aber wie ist das unter Donald Trump, der in seiner Wahlkampagne gemeint hat, es gehe darum, mit Russland gut auszukommen und der Putin als einen starken Führer bewundert, im Gegensatz zu dem von ihm als schwachen Führer eingeschätzten Barack Obama. Wie tragfähig diese zumindest im Wahlkampf vorgetragene auf Interessensausgleich mit Russland bedachte Strategie Trumps für die faktische Außenpolitik sein wird, darüber werde ich am Ende dieses Vortrages noch sprechen. Was der gegenwärtige Konflikt, und er hat sich zuletzt entzündet an der Ukraine-Krise 2014 und an der Syrien-Krise seit 2011, allerdings gemeinsam hat mit dem Kalten Krieg, ist die Tatsache, dass beide Seiten einander die Verantwortung für diesen Zustand zuschreiben. Die Vereinigten Staaten haben ihre eigene Erzählung von dem, was seit 1991 passiert ist. Die Vereinigten Staaten argumentieren, wir haben Russland als Partner anerkannt, wir haben Russland an das Nordatlantische Bündnis herangeführt mit dem ständigen gemeinsamen Rat, der in der gemeinsamen Grundlagenakte von 1997 geschaffen wurde und dann später vom NATO-Russland-Rat abgelöst wurde. Wir haben Russland in westliche Institutionen aufgenommen, geben Russland Entfaltungsraum im Währungsfonds und in der Weltbank. Russland wurde durch amerikanisches Zutun 2012 zum Mitglied der Welthandelsorganisation, der WTO. Wir haben Russland mehrfach die Hand gereicht, aber Russland habe sich, so der Tenor, und der findet sich auch in der Mehrheit der Forscher und Forscherinnengemeinde in den Vereinigten Staaten, habe sich entschieden, diese ausgestreckte Hand zurückzuweisen und seinen eigenen Weg, den Weg des zunehmenden Autoritarismus und der aggressiven Außenpolitik, vor allem gegenüber seinen Nachbarstaaten, einzuschlagen. Das ist, wenn man so möchte, die große Erzählung, das große Narrativ, das von westlicher Seite, vor allem von amerikanischer Seite, über die Beziehungen zwischen beiden Staaten erzählt wird. Die Schuld läge da eben bei Wladimir Putin, seiner Persönlichkeit, seinen Einstellungen, seinen Einschätzungen der westlichen Welt. Madeleine Albright, die Außenministerin unter Hillary Clinton, sagt in einem Interview, Putin ist ein smarter, aber ein sehr böser Mensch. Als wäre gleichsam die Person von Wladimir Wladimirovich Putin die Erklärung dafür, warum Russland diese Außenpolitik verfolgt. Russland sieht die Schuld umgekehrt beim Westen. Das russische Narrativ, die russische Erzählung von den vergangenen 25 Jahren klingt ganz anders. Beschuldigt die Vereinigten Staaten, aber auch die europäischen Bündnispartner der Vereinigten Staaten, Russland in dieser Zeit systematisch marginalisiert zu haben, systematisch geschwächt zu haben. Russland hat sich, so die russische Erzählung, nicht als Verlierer des Kalten Krieges gefühlt, aber es sei von den westlichen Staaten so behandelt worden. Und der Beitrag, den Russland selbst zum Ende des Kalten Krieges geleistet habe, sei im Westen nicht gewürdigt worden. Russlands Forderung nach dem Aufbau einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur, eine, die tragfähig ist, den geänderten Verhältnissen gerecht wird und die inklusiv ist, alle Staaten des ehemaligen Ost-West-Konfliktes mit einbezieht, dieser Aufbau einer europäischen Sicherheitsarchitektur sei nicht gelungen, weil westliche Staaten dieses Interesse, das Russland hatte, nicht geteilt hätten. Der Westen habe, so die russische Erzählung, vielmehr die große politische und vor allem ökonomische Schwäche
Russlands in den 90er Jahren vielmehr dazu benutzt, westliche Institutionen, die Europäische Union und das Nordatlantische Bündnis, bis an die Westgrenzen Russlands auszuweiten. Russlands Stimme als Großmacht sei nicht gehört worden, so die russische Klage. Russland sei nicht einmal mehr als Großmacht gesehen worden. Das ist die russische Erzählung der letzten 25 Jahre. Und da haben wir die Gemeinsamkeit mit dem Kalten Krieg. Beide Seiten beschuldigten einander damals, für das Entstehen des Kalten Krieges verantwortlich zu sein. Und so beschuldigen einander heute beide, für den jetzigen Zustand, für dieses jetzige Zerwürfnis verantwortlich zu sein. Bevor ich versuche, ein Narrativ zu zeichnen, eine Erzählung zu schildern, die versucht, beiden gerecht zu werden, möchte ich ebenfalls eines feststellen. Russland ist heute eine selbstbewusste Großmacht, die aggressiv nach außen auftritt, die risikobereit ist und die gewaltaffin ist. Russland ist bereit, militärische Gewalt einzusetzen, um rote Linien zu ziehen und seine Interessen zu verteidigen. Russland ist insofern ein revisionistischer Staat geworden. Ein Staat, der seinen Status in der internationalen Ordnung verbessern möchte, der die Regeln der internationalen Ordnung neu schreiben möchte. Nicht völlig, denn Russland ist ja Teil dieser Ordnung. Aber Russland ist ein Staat, der sicherstellen möchte, dass Russland als Großmacht anerkannt und seine Interessen akzeptiert werden. Ausdruck dieser aggressiven russischen Außenpolitik war die Ukraine-Krise von 2014 und ist die Syrien-Krise seit 2011 verschärft durch die offene militärische Intervention Russlands im September 2015. Und erst heute ist eine neue Großoffensive Russlands in Syrien gegen die Provinzen Idlib und Homs begonnen worden. Die Frage aber ist, ist Russland eine offen revisionistische und aggressive Macht, weil es das Ziel ist, die eigene Machtsphäre auszuweiten, weil Russland von einem bösen Mann regiert wird, nämlich Wladimir Putin? Ist Russland also eine Macht, die gar nicht befriedet werden kann? Oder ist das Verhalten Russlands heute eine Reaktion auf eine Politik des Westens, auf die es so zu reagieren müssen scheint? Das ist die große Frage, die ich versuche in diesem Vortrag zu beantworten. Und da gehe ich zurück in die Zeit von 1992. 1992, die Sowjetunion war auseinandergebrochen. Eine neue Führung um Boris Jelzin war in Russland an der Macht. Die Erwartungen an den Westen waren in dieser liberalen Reformregierung ganz klar. Russland müsse sich politisch, wirtschaftlich und in seinen Werten am Westen orientieren. Russland hat damals den Vereinigten Staaten sogar eine Verteidigungsallianz angeboten, ein militärisches Bündnis, was von den Vereinigten Staaten freilich abgelehnt wurde. Die Vorstellung dieser romantischen Atlantizisten, wie man diese Leute auf russischer Seite bezeichnen muss, war, dass Russland das geholfen habe, den Kalten Krieg zu beenden, als gleichberechtigter Partner auf Seiten der Vereinigten Staaten zukünftig, wie in einem großen Mächtekonzert, die internationale Politik gestalten und regeln werde. Russland, das, so die Vertreter der damaligen russischen Regierung, in die zivilisatorische Gemeinschaft des Westens zurückkehre, solle als gleichberechtigter Partner agieren dürfen.
Und die zweite große Erwartung, die man damals auf russländischer Seite hatte, war, dass die westlichen Staaten und internationale Finanzinstitutionen alles dafür tun würden, um den wirtschaftlichen Reformprozess in Russland zu unterstützen. Beide Erwartungen, die damals die vor allem jüngere, westorientierte Elite beschäftigt haben, haben sich nicht erfüllt. Die Vereinigten Staaten sahen gar keinen Grund darin, das wirtschaftlich schwache und militärisch immer schwächer werdende Russland als einen gleichberechtigten Partner anzuerkennen. In den Vereinigten Staaten sprach man damals vielmehr vom unipolaren Moment, wie es der konservative Kolumnist Charles Krauthammer bezeichnete. Einen Zustand, wo die Vereinigten Staaten als einzig verbliebene große Macht im internationalen System die Regeln bestimmen und die Politik gestalten. Da war für Russland kein Platz. Und auch das Engagement westlicher Staaten und westlicher Finanzinstitutionen in Russland, um Russlands Reformprozess zu unterstützen, blieb sehr, sehr gering. Nur 22 Milliarden Dollar sind an Hilfe durch den Internationalen Währungsfonds an Russland geflossen. Statt dieser positiven Erwartung, eine gemeinschaftliche Koalition zur Regelung der internationalen Politik zu finden, gab es also auf russländischer Seite sehr rasch Enttäuschung. Die Erwartung dieses ersten Versuchs der Westanbindung ist gescheitert. Stattdessen kam das Zerwürfnis über die Auflösung Jugoslawiens. Stattdessen kam der Beschluss der Vereinigten Staaten im Juli 1994, das Nordatlantische Bündnis auszudehnen. Und damals hieß es, es ist nicht mehr eine Frage des Ob, sondern nur noch des Wann. Und es kam das große Zerwürfnis über die nicht durch den Sicherheitsrat legitimierte und damit völkerrechtswidrige Intervention der Vereinigten Staaten und des Nordatlantischen Bündnisses in der Bundesrepublik Jugoslawien. Und so war dieses erste Jahrzehnt, das von russischer Seite als so hoffnungsfroh und voll begonnen wurde, am Ende eines, wo es zwischen Moskau und Washington Unverständnis und Sprachlosigkeit gab. Wladimir Putin, der im März 2000 zum Präsidenten gewählt wurde, hat einen erneuten Versuch gemacht, die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu verbessern. Nicht so romantisch verklärt, wie es Jelzin gewesen war, aber die Überzeugung Putins war, wenn die Vereinigten Staaten Russland als gleichberechtigt ansehen, ihm auf Augenhöhe begegnen und die Souveränität Russlands akzeptieren, soll heißen, sich nicht in die inneren Angelegenheiten Russlands einmischen, dann wäre Russland zu einer Partnerschaft bereit. Das stand ganz am Beginn der Präsidentschaft von Wladimir Putin. Die Vereinigten Staaten unter der damals beginnenden Präsidentschaft von George Bush hingegen waren der festen Überzeugung, dass Russland nicht mehr ein so besonderes Augenmerk in der amerikanischen Außenpolitik haben dürfe, so wie das die Clinton-Administration gekennzeichnet hatte. Russland wurde in seiner Bedeutung herabgestuft. Ein wirtschaftlich schwacher Staat, ein militärisch schwacher Staat, dessen staatliche Integrität nicht einmal gesichert war. Und so gab es diese asynchrone Haltung auf beiden Seiten. Moskau versucht erneut eine Anbindung an den Westen. Die Vereinigten Staaten sehen keinen Grund, Russland bevorzugt zu behandeln. Und dann passiert etwas, was dann doch die Hoffnung aufkommen lässt, dass es zwischen beiden Staaten zu einer positiven Beziehung kommen könnte. Das war die Operation der Vereinigten Staaten in Afghanistan im Gefolge der Terrorakte von 9/11. Russland hat den Vereinigten Staaten bei dieser militärischen Operation sehr, sehr stark geholfen. Durch die Mobilisierung der Nordallianz in Afghanistan, die Bewaffnung der Nordallianz, die Bereitstellung nachrichtendienstlicher Erkenntnisse an die Vereinigten Staaten und
die Zustimmung Russlands zur Einrichtung von militärischen Stützpunkten der Vereinigten Staaten in Zentralasien. Putin wollte diese Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten in der Afghanistan-Operation nutzen, um für seine Kooperationsinitiative mit den Vereinigten Staaten zu werben. Freilich war das russische Engagement nicht nur altruistisch motiviert. Russland selbst hatte ein großes Interesse, dass das Taliban-Regime in Kabul gestürzt wird, denn von diesem Regime sind immer wieder Destabilisierungsversuche in Zentralasien ausgegangen. Also es war keineswegs nur ein altruistisches Motiv, das Russland getrieben hat. Aber man hoffte, diese gemeinsame Arbeit im Antiterrorkampf könnte zur Grundlage dieser gleichberechtigten, auf Souveränität bedachten Westorientierung Russlands werden. Es sollte aber anders kommen. Und jetzt erzähle ich Ihnen das russische Narrativ, was passiert ist. Auf die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten in Afghanistan folgte die Kündigung des ABM-Vertrages durch die Vereinigten Staaten nur 2 Monate danach, im Dezember 2001. Also jenes Vertrages aus 1972, der verhindern sollte, dass einer oder beide Staaten des Ost-West-Konfliktes ein flächendeckendes Raketenabwehrsystem aufbauen. Im November 2002 hat die NATO auf dem Prag-Summit in Prag beschlossen, 10 weitere Staaten in das Nordatlantische Bündnis aufzunehmen, darunter auch die baltischen Staaten, wirksam ab 2004. Im März 2003 haben die Vereinigten Staaten ohne Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen einen Aggressionskrieg gegen den Irak begonnen. Im Dezember 2003 hätten die USA dafür gesorgt, dass eine Moskau-freundliche Regierung in Tiflis durch eine westorientierte Regierung unter Michail Saakashvili abgelöst wurde. Im Dezember 2004 hätten dieselben Vereinigten Staaten ihre Politik des Regimewechsels auch in der Ukraine umgesetzt, mit der Orangen Revolution, die den damaligen Präsidentschaftskandidaten Janukowitsch gestürzt hat. Die Vereinigten Staaten hätten auch versucht, die Staaten Zentralasiens und des Südkaukasus in ihrem Energieexport, im Export von Erdöl und Erdgas, unabhängig von den Leitungen auf russischem Boden zu machen, indem neue, vom Westen finanzierte Gasleitungen zum Mittelmeer gebaut wurden. Die russische Erzählung geht weiter und verweist darauf, dass George Walker Bush 2005 seine Pläne bekannt gab, ein angeblich gegen den Iran gerichtetes europäisches Raketenabwehrsystem aufzubauen mit Stellungen in der Tschechischen Republik und in Polen. Die Menschenrechtsverletzungen in Russland wurden immer stärker Gegenstand heftiger amerikanischer Kritik. Den Amerikanern wird auch vorgeworfen, sie hätten im Februar entgegen den Warnungen der russländischen Seite das Kosovo anerkannt. Und den Amerikanern wird vorgeworfen, so weit gegangen zu sein, auf dem Bukarest-Summit des Nordatlantischen Bündnisses im April 2008 Georgien und der Ukraine die grundsätzliche Mitgliedschaft im Nordatlantischen Bündnis versprochen zu haben. Diese Erzählung auf russischer Seite, diese Vorwürfe an die Vereinigten Staaten, die prägten sehr stark das Denken der Führungselite in Russland. Sie prägten das Denken von Wladimir Putin, aber sie prägten darüber hinaus das Denken der gesamten politischen, wirtschaftlichen und Sicherheitselite des Landes. Eine Prägung, die da lautete, der Westen habe das zweite Kooperationsangebot Russlands nicht ernst genommen. Stattdessen damit fortgesetzt, Russland an den Rand zu drängen und Russland weiter zu schwächen. Und so stand am Ende der beiden Amtszeiten von Putin und Obama
Putin und Bush, 2008 erneut ein tiefes Zerwürfnis, das Russland durch seinen Krieg mit Georgien im August 2008 noch deutlich verstärkt hatte. Und trotzdem gibt es im Februar 2009 noch einmal einen Versuch, dass sich beide Staaten annähern. Er ging diesmal von Obama aus. Obama ließ im Frühjahr 2009 verkünden, wir brauchen in den Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten einen Neustart, einen Reset. Und so wurde diese Reset-Linie gestartet. Ein Versuch, trotz Meinungsdifferenzen in bestimmten Fragen, die Zusammenarbeit in Bereichen gemeinsamen Interesses fortzusetzen. Diese Initiative der Vereinigten Staaten unter Obama wurde von Russland aufgegriffen. Nicht nur vom damaligen Präsidenten Medvedev, sondern auch von Wladimir Putin, der damals Vorsitzender der Regierung war. Und bis 2011 konnte dieser Versuch einer Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten auch positive Ergebnisse bringen. Ein neues Abrüstungsabkommen, New Start, das die Zahl der einsatzbereiten Gefechtsköpfe auf beiden Seiten auf 1550 senkt und die Zahl der Trägersysteme, der Raketen und der strategischen Bomber auf 700. Man fand Gemeinsamkeiten in der Iran-Politik. Russland stimmte im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen scharfen Sanktionen gegen Iran zu. Man verstärkte die Zusammenarbeit in Afghanistan. Man hat die zivilnukleare Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten verstärkt. Die Vereinigten Staaten öffneten Russland den Weg in die WTO. Es schien also damals, dass trotz dieser beiden negativen Erfahrungen der gescheiterten Westorientierung Russlands in den 90er Jahren und der gescheiterten Westorientierung Russlands in den 2000er Jahren nun tatsächlich eine Ära der Zusammenarbeit, der gleichberechtigten Zusammenarbeit begonnen hätte. Aber diese Ära dauerte nur 2 Jahre und darf dann wohl auch nicht als Ära bezeichnet werden. 2 zentrale Ereignisse haben dazu geführt, dass Russland sich ab 2012 auf einen klaren Konfrontationskurs mit den Vereinigten Staaten entschieden hat. Das erste Ereignis dafür war die Libyen-Krise. Am 20. März 2011 wurde im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution 1973 verabschiedet. Eine Resolution, die es der NATO erlaubte, eine No-Fly-Zone, eine Flugverbotszone über Libyen zu errichten, um zu verhindern, dass Truppen von Muammar al-Gaddafi Aufständische in Benghazi schlachten. So wurde das damals formuliert. Und Russland hat sich bei dieser Resolution enthalten, wollte dem nicht entgegenstehen. Aber das Nordatlantische Bündnis hat aus dieser Mandatierung durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, die Zivilbevölkerung zu schützen, einen Regimewechsel gemacht und hat dafür gesorgt, dass Gaddafi in Libyen gestürzt wurde. Nur damit das Land nachher in das bis heute andauernde Chaos geschlittert ist. Diese Erfahrung, dass die Vereinigten Staaten diese Enthaltung Russlands für ein Ziel genutzt haben, das russischen Interessen widersprochen hat, hatte große Prägekraft auf das Gefühl der Führungselite und Putins, vom Westen einmal mehr getäuscht, vom Westen einmal mehr betrogen worden zu sein. Und das zweite große Zerwürfnis, das diese Ära des Reset beendete, war die Unfähigkeit der Vereinigten Staaten und Russland, sich darauf zu einigen, wie mit dem von der NATO in Europa aufgestellten Raketenabwehrsystem umzugehen sei. Russland verlangte Mitsprache. Russland verlangte Kontrolle. Russland verlangte eine vertragliche Zusicherung, dass sich dieses Raketenabwehrsystem nicht gegen Russland richte und seine nukleare Zweitschlagsfähigkeit. Die Vereinigten Staaten waren dazu nicht bereit.
Und diese beiden großen Differenzen, Libyen und die Raketenabwehr in Europa, haben auf russländischer Seite in der Person Putin diese immer wieder versuchte Westorientierung endgültig gekappt. Der Wahlkampf Wladimir Putins 2012 beruhte schon auf einer deutlichen anti-amerikanischen Agenda. Das letzte Gespräch, der letzte direkte Besuch Putins bei Obama 2012, dem folgte bisher kein weiterer. Ein Gegenbesuch von Obama in Russland im September 2013 wurde bereits abgesagt. Damals bestanden schon die Differenzen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten über Syrien. In Syrien hatten im März 2011 friedliche Demonstrationen begonnen, die der Machthaber Bashar al-Assad gewaltsam niederschlagen ließ, was zu einer Militarisierung des Widerstandes gegen al-Assad geführt hat, in den sich dann verschiedene Staaten von außen eingemischt haben. Die Vereinigten Staaten haben wenige Monate nach Beginn dieser Demonstrationen öffentlich festgestellt, Assad must go, sich also klar darauf verständigt, dass es in Syrien zu einem Wechsel an der Regierungsspitze kommen müsste. Russland verfolgte genau das gegenteilige Ziel. Russland hat von Beginn dieser Krise an im Widerspruch zur Position der Vereinigten Staaten eine doppelte Beschützerrolle für Syrien eingenommen. Russland hat an die syrische Führung weiterhin Waffen geliefert. Russland sagte, es gäbe ja schließlich kein Waffenembargo, ohne dazu zu sagen, dass es das Waffenembargo eben nicht gibt, weil Russland es im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen blockiert. Und überdies erfülle man nur Verträge aus der Vergangenheit. Aber niemand konnte wissen, ob diese Lieferung tatsächlich auf der Basis eines früheren Vertrages erfolgte oder nicht doch eine militärische Unterstützung Russlands für Bashar al-Assad war. Aber Russland übernahm nicht nur eine militärische Beschützerrolle für Syrien, für al-Assad, sondern auch eine politische. Gespeist aus der Erfahrung mit der Libyen-Resolution 1973 vom März 2011 hat Russland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen jede Resolution gegen die syrische Führung blockiert, die auch nur im Ansatz Anlass oder Rechtfertigung für eine westliche Intervention hätte geben können. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wurde und wird von Russland in dieser Frage blockiert. Das war der dritte Punkt neben Libyen, der Raketenabwehr, eben die Syrien-Krise und die unterschiedliche Position der Vereinigten Staaten, die auf eine Absetzung al-Assads drängten, und Russland. Vor diesem Hintergrund beginnt die Ukraine-Krise 2013, 2014. Also schon vor dem Hintergrund einer erheblichen Enttäuschung auf beiden Seiten über die erneut nicht gelungene Kooperation zwischen den beiden Staaten und vor dem Hintergrund des Zerwürfnisses über die Vorgangsweise in Syrien. Bei der Ukraine-Krise muss man sagen, dass Russland ausschließlich die Schuld an der militärischen Eskalation dieser Krise trägt. An der Verletzung des internationalen Rechts, an der Verletzung bilateraler Verträge mit der Ukraine, an der Verletzung multilateraler Vereinbarungen wie dem Budapester Memorandum von 1994. Russland trägt also diese Verantwortung für die militärische Eskalation. Und Russland hat sich in der Ukraine als militärischer Aggressor bewiesen. Das kann man doch nicht schönreden. Und dafür muss Russland auch belangt werden.
Aber Russland ist nicht alleine verantwortlich für die Entstehung dieser Krise, die Entstehung der Ukraine-Krise. Daran mitverantwortlich ist die Europäische Union mit ihrer Politik der östlichen Partnerschaft. Es gab eben diese große Integrationsrivalität zwischen der Europäischen Union auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Beide wollten die Ukraine als Teil ihres jeweiligen Integrationsraumes haben. Russland wollte die Ukraine in der Eurasischen Wirtschaftsunion haben, als großen Markt mit großer schwerindustrieller Verzahnung, auch rüstungsindustrieller Verzahnung zwischen der Ukraine und Russland. Die Europäische Union wollte mit ihrer östlichen Partnerschaft die Ukraine hingegen an die Europäische Union heranführen. Durch die Übernahme des Acquis durch die Ukraine sollte die Ukraine dauerhaft wirtschaftlich an die Europäische Union gebunden werden. Durch die politischen Teile des Assoziierungsabkommens sollte die Ukraine dauerhaft politisch an die Europäische Union gebunden werden. Bis hin zum Artikel 6 dieses Vertrages, in dem von der Ukraine erwartet wird, dass ihre Außensicherheits- und Verteidigungspolitik der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union annähert und irgendwann müsse Konvergenz zwischen den beiden Seiten bestehen. Beide zerrten also an dieser Ukraine, wo die westliche und die zentrale Ukraine die Westintegration befürworteten, die Ost- und Südostukraine hingegen die Ostintegration. Es gab also keine einheitliche Volksmeinung in der Ukraine darüber, wohin man möchte. Es stand also nicht die Regierung Janukowitsch damals für die Ostorientierung und die Bevölkerung für eine Westorientierung. Es war auch gar nicht ratsam, sich für das eine oder für das andere zu entscheiden, denn ungefähr zu gleichen Teilen gingen die Exporte und Importe der Ukraine nach Osten und nach Westen. Ich erzähle Ihnen nicht die Geschichte der Ukraine-Krise. Sie sind alle damit vertraut. Die Nichtunterzeichnung des Assoziierungsvertrages durch Janukowitsch, die großen Demonstrationen gegen Janukowitsch, die von der Forderung, dieses Abkommen mit der Europäischen Union doch zu unterzeichnen, übergingen in die Forderung, Janukowitsch möge zurücktreten. Ich brauche Ihnen auch nicht die Details des Umsturzes am 22. Februar 2014 erzählen. Aber ich muss Ihnen erzählen, wie dieser Umsturz, die Absetzung von Janukowitsch in Kiew auf russischer Seite wahrgenommen wurde. Und dazu eine kleine Vorgeschichte. Am 19. und 20. Februar 2014 kam es in Kiew zu massiven, gewaltsamen Zusammenstößen mit mehr als 100 Toten, mit Toten auf beiden Seiten, auf der Seite der Sonderpolizei Berkut und auf Seite der Demonstranten, wo beide Seiten aufeinander geschossen haben. Daraufhin haben drei europäische Außenminister, der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der französische Außenminister Laurent Fabius und der polnische Außenminister Radek Sikorski und ein Sondergesandter von Wladimir Putin, der Herr Lukin, versucht, zwischen der Opposition in Kiew und der Regierung in Kiew zu vermitteln. Und tatsächlich ist es gelungen, ein Kompromisspapier auszuarbeiten. In dem Kompromisspapier wurde versichert, dass die Ukraine eine Regierung der nationalen Einheit bekommen soll, dass die Verfassung geändert werden soll zugunsten des Parlaments und dass es vorzeitige Präsidentenwahlen geben würde. Beide Seiten unterzeichneten diesen Text, auch die westlichen Außenminister taten das, aber der radikale Teil der Revolutionäre auf dem Maidan lehnte dieses Abkommen ab und forderte den ukrainischen Präsidenten auf, zurückzutreten, ansonsten werde man seinen Amtssitz stürmen. Daraufhin flieht Janukowitsch aus Kiew
Und im Parlament passiert ein Umsturz. Es bildet sich eine neue Regierung mit einer neuen parlamentarischen Mehrheit. Und die Regierung lässt das Parlament den Präsidenten Janukowitsch absetzen. In Verletzung der Verfassung. Insofern war es kein verfassungsgemäßer Umsturz, sondern es war ein verfassungswidriger Umsturz, der sich in der Ukraine ereignete. Was aber ist wichtig daran? Es geht mir jetzt nicht um die Erzählung der ukrainischen Revolution. Was ist wichtig daran? Putin sah sich in dieser Nacht vom 21. auf den 22. Februar von seinen westlichen Partnern aus seiner Sicht wieder einmal getäuscht. Hatten nicht die westlichen Außenminister gerade ihre Unterschrift unter ein Kompromisspapier gesetzt, das eine Regierung der nationalen Einheit vorsah? Was passierte stattdessen? Stattdessen wurde eine Regierung gebildet aus zwei ukrainisch-nationalistischen Parteien, wo 12 von 20 Ministern aus den 4 westlichsten Provinzen der Ukraine stammten und nur ein Mitglied aus der Ostukraine in dieser Regierung vertreten war. Eine Regierung mit klarer Westorientierung auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union und auf Mitgliedschaft im Nordatlantischen Bündnis gerichtet. In der Nacht vom 22. auf den 23. November hat der Herr in Moskau eine kleine Gruppe, der Präsident Wladimir Putin, der Chef des Inlandsgeheimdienstes Bortnikow, Verteidigungsminister Shoigu und der Sekretär des Sicherheitsrates Russlands Patruschew entschieden, dass Russland, jetzt wo klar war, dass bei dem Ringen zwischen Europäischer Union und Russland um die Ukraine die Europäische Union gewonnen und Russland eine strategische Niederlage erlitten hat, Schritte setzen müsse, um seine strategischen Interessen in der Region zu sichern. Damals wurde die Besetzung der Krim beschlossen. In dieser Nacht vom 22. auf den 23. Februar. Aus Angst, die neue Regierung würde in die NATO drängen, aus Angst, dass die neue Regierung das Flottenstützpunktabkommen für die russische Schwarzmeerflotte in Sewastopol kündigen würde. Das Wichtige daran ist mir aber, dieses Gefühl vom Westen erneut betrogen, erneut getäuscht worden zu sein, das Putin in diesen Tagen aus seiner Sicht erneut erfahren hat. Und mit der Ukraine-Krise sind die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland auf eine abschüssige Bahn geraten. Sie wissen die Antwort der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union und einiger anderer Staaten war es, wegen der Besetzung der Krim, wegen der Eingliederung der Krim in den russländischen Staatsverband, vor allem aber wegen der Destabilisierung der Ostukraine durch die russische Seite, Sanktionen zu verhängen. Sanktionen, die seitdem immer wieder verlängert wurden. Nur kurz zu diesen Sanktionen. Es sind vor allem 4 Sanktionen, die Russland hart treffen. Zum einen wurde russischen Banken verboten, sich auf westlichen Kapitalmärkten zu finanzieren. Zweitens wurde der Export von Dual-Use-Technologien verboten, also Technologien, die zivil, aber auch militärisch genutzt werden können. Drittens wurde ein Waffenembargo gegen Russland verhängt und viertens ist es seit dem Beschluss der Sanktionen verboten, Russland Hochtechnologie in der Ölförderung zu verkaufen, wenn es um Tiefseebohrungen oder Bohrungen in der Arktis geht. Das sind die 4 großen Schwerpunkte der Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen Russland. Die Sanktionen haben die russische Wirtschaft belastet. Ungefähr 0,5 bis 0,8% des Bruttoinlandseinbruchs in Russland gehen auf die Sanktionen zurück. Insofern kann man sagen, dass dieser westliche Versuch, Russland zu bestrafen, funktioniert hat.
Das Land leidet darunter wirtschaftlich. Aber die Sanktionen waren trotzdem insgesamt ein gescheitertes Experiment, denn Sanktionen verhängt man in der internationalen Politik ja nicht primär dazu, jemanden zu bestrafen, sondern das Ziel von Sanktionen ist, das Verhalten von jemandem zu ändern. Und das russische Verhalten in der Ukraine wurde durch die Sanktionen überhaupt nicht geändert. Insofern waren sie in dieser Hinsicht erfolglos. Die Erwartung, die manche europäischen Staaten mit den Sanktionen verbanden, nämlich, dass es innerhalb der Führungselite zu Auseinandersetzungen kommt, ob man dem Westen nicht entgegenkommen müsse, um die Sanktionen wieder loszuwerden. Diese Erwartung ist auch nicht eingetreten. Die Führungselite bleibt geschlossen. Und die Hoffnung, dass die Konsequenzen der Sanktionen zu einem Bruch zwischen Bevölkerung und Führung führen würden, auch die hat sich nicht bewahrheitet. Die Zustimmung zu der Amtsführung von Wladimir Putin lag im Oktober, das ist die letzte verfügbare Meinungsumfrage, bei 84%. Putin hat also seinen positiven Status in den Augen der Mehrheit der russischen Bevölkerung behalten. Die Sanktionen insofern sind gescheitert. Aber sie vergiften das Klima zwischen der Europäischen Union und Russland. Genauso wie die Gegensanktionen, die Russland gegen Staaten der Europäischen Union verhängt haben. Die Europäische Union hat auch, was ich für besonders absurd halte, die politischen Gespräche mit Russland abgebrochen. Es gab vorher halbjährlich immer Treffen zwischen den Führungsspitzen der Europäischen Union und Russlands. Diese Gesprächskanäle wurden von der Europäischen Union als Antwort auf die Ukraine-Krise gekappt. Wann, wenn nicht in Krisenzeiten, ist die Kommunikation zwischen beiden Seiten besonders dringlich? Auf die Ukraine-Krise reagiert, hat der Westen mit einer Politik der Abschreckung, der Deterrence. Das Nordatlantische Bündnis hat auf seinen Gipfeltreffen in Wales 2014 und in Warschau 2016 beschlossen, zur Rückversicherung der osteuropäischen Staaten und Polen und die baltischen Staaten sagten, die Ukraine könnte nur der Anfang einer territorialen Expansion Russlands gewesen sein. Die NATO-Staaten haben beschlossen, als Antwort darauf NATO-Kräfte in Polen, in Litauen, in Estland und in Lettland zu stationieren, aber auch in Ungarn und in Rumänien. Gleichzeitig wurde militärisches Gerät nach Osteuropa verschoben, damit im Krisenfall NATO-Truppen rasch auf schweres militärisches Gerät zurückgreifen können. Wir finden also als Ergebnis der Ukraine-Krise in Europa eine wachsende Militarisierung auf beiden Seiten. Russland hat umgekehrt immer wieder provokante Flugmanöver im Luftraum von NATO-Staaten durchgeführt. Russland hat überraschende, groß angelegte Manöver an seinen Westgrenzen durchgeführt und dasselbe macht umgekehrt die NATO mittlerweile auch. Die Ukraine-Krise führt in Europa also zu einer Verschärfung der Beziehungen zwischen den europäischen Staaten und Russland und einer starken Militarisierung der Bündnisgrenze. Bis zum letzten Beschluss, den Russland gefasst hat, in Kaliningrad Kurzstreckenraketen mit nuklearer Bewaffnung zu stationieren, die ohne Probleme Berlin erreichen können. Die große Frage, die sich nun stellt angesichts dieses Zerwürfnisses zwischen USA und Russland. Und durch die militärische Intervention Russlands in Syrien hat sich diese Konfrontation in Syrien ja noch einmal verstärkt, ist nun, ob beide Seiten damit weitermachen, den Konflikt zu militarisieren
und es in Europa zu einer stärkeren Aufrüstung auf beiden Seiten der Bündnisgrenze kommt. Ob alte Begriffe wie Abschreckung und Eindämmung, Deterrence und Containment die westliche Russlandpolitik bestimmen werden. Oder ob es Versuche gibt, und manche sprechen sich dafür aus, ich im Großen und Ganzen auch, mit Russland einen Interessensausgleich zu finden. Diejenigen, die mit Russland einen Interessensausgleich suchen, werden von denen kritisiert, die sagen, Russland ist nicht dieser verletzte, verwundete Staat, den wir an den Rand gedrängt haben und der sich jetzt zu wehren beginnt, sondern Russland ist ein aggressiver Staat, der aufgrund seiner politischen Führung und seiner wiedergewonnenen militärischen Stärke gefährlich für Europa geworden ist. Diese Auffassung teile ich nicht. Ich teile die Auffassung, deswegen habe ich Ihnen dieses russische Narrativ so lange erzählt, und die Erfahrungen Russlands mit seinen Versuchen der Zusammenarbeit mit westlichen Staaten. Ich bin der Auffassung, dass Russlands aggressive Außenpolitik die Reaktion auf die von Russland wahrgenommene Marginalisierung ist. Es ist ja geradezu gar nicht wichtig, aus welchen Motiven und mit welchen Interessen der Westen etwa das Nordatlantische Bündnis nach Osten ausgedehnt hat. Wichtig ist, wie Russland diese Entwicklung wahrgenommen hat. Die Perzeption der Geschichte der letzten 25 Jahre durch Russland ist entscheidend. Nicht, was wir gemeint haben zu tun, nicht, was wir intendiert haben mit unseren Handlungen, sondern wichtig ist, wie Russland das wahrgenommen hat, denn die Perzeption bestimmt Russlands Verhalten. Und daher bin ich ein Befürworter derer, die sagen, wir brauchen mit Russland einen Interessenausgleich. Wie der aussehen könnte, dazu gerne mehr in der Diskussion. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass die Chancen für eine Strategie des Interessensausgleichs mit Russland sehr, sehr gering sind. Und da kommt, und das ist der Abschluss meiner einleitenden Worte, die ja etwas mehr als einleitend waren, um es so zu sagen, auf Donald Trump zurück. Trump und Putin haben gestern miteinander telefoniert. Und von russischer Seite wurde es sogar für möglich gehalten, dass es zu einem Treffen kommt zwischen Putin und Trump, noch vor dessen Angelobung als Präsident am 20. Jänner 2017. Trump hatte sich im Wahlkampf sehr positiv über Wladimir Putin geäußert, hat seine Führungsstärke bewundert. Trump hat im Wahlkampf gesagt, wouldn't it be nice if we get along with Russia? Trump hat zugesichert, zu prüfen, ob die Eingliederung der Krim in den russischen Staatsverband von den Vereinigten Staaten zwar nicht rechtlich, aber als fait accompli anerkannt werden könnte. Trump hat im Wahlkampf davon gesprochen, in Syrien nicht mehr auf einen Sturz von al-Assad hinzuarbeiten, sondern mit Russland gemeinsam gegen den Islamischen Staat vorzugehen. Die Frage ist, was von all dem, was Trump im Wahlkampf gesagt hat, tatsächlich Gegenstand seiner Außen- und vor allem seiner Russlandpolitik wird. Und wir werden eine Antwort darauf haben, wenn wir dann wissen, welche Leute in welche Führungsfunktionen berufen werden. Wer wird National Security Advisor? Wer wird Secretary of State? Wer wird Secretary of Defense? Mit diesen Besetzungen wissen wir, wie die Russlandpolitik aussehen könnte. Und dann gilt es, wie Außenminister Lavrov, der russische Außenminister Lavrov, gemeint hat, auf Taten zu warten. An den Taten wollen wir ihn messen, sagte Lavrov. Es ist denkbar, dass Donald Trump unter dem Einfluss der von ihm ausgewählten Führungspolitiker eine klassische russophobe außenpolitische Linie der Vereinigten Staaten fortsetzt. Es ist aber auch denkbar, dass er an dem festhält, was er im Wahlkampf zu Russland gesagt hat.
Mit Donald Trump könnte also unter Umständen jene Linie Gewicht bekommen, die vorher als Alternative zu einer auf militärische Rüstung bedachten Abschreckungs- und Containment-Strategie genannt habe, nämlich die Strategie des Interessensausgleichs. Und dieser Interessensausgleich, der Trump angeblich, so die Erzählung, vorschwebt, lautet, dass die Vereinigten Staaten akzeptieren, dass al-Assad in Syrien Präsident bleibt und dass sie aufhören werden, die sogenannten moderaten Teile der Opposition zu unterstützen. Dafür würde Russland umgekehrt mit den Vereinigten Staaten gemeinsam gegen den Islamischen Staat kämpfen. Als Teil dieses Interessenausgleiches könnte die Vereinigten Staaten auch die Sanktionen gegen Russland aufheben. Der Preis, den Russland dafür zahlen müsste, wäre, die militärische Besetzung der Ostukraine zu beenden, die Truppen aus der Ostukraine abzuziehen und auch die besetzten Gebiete der Regionen Donetsk und Lugansk der ukrainischen Regierung zu übergeben und der ukrainischen Regierung die Möglichkeit zu geben, die gesamte ukrainische Grenze mit Russland wieder zu kontrollieren. Das ist etwas, was in Washington derzeit diskutiert wird, als mögliche Linie des Interessensausgleichs. Ob es dazu kommt, ob die Politik Trumps gegenüber Russland so aussehen wird oder ob sie nicht die traditionelle republikanische Haltung gegenüber Russland sein wird, eine starke russophobe Haltung, eine auf militärische Abschreckung bedachte Haltung, das werden wir in den nächsten Monaten feststellen. Und damit möchte ich meinen Vortrag beenden. Dankeschön. Es gab natürlich nach den Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland eine verstärkte Hinwendung nach China. Und wenn man so möchte, der große Profiteur des westlich-russischen Zerwürfnisses ist die Volksrepublik China. Der Prozess der Ostorientierung der russischen Außen- und Wirtschaftspolitik hatte zwar schon früher begonnen. Schon im Wahlkampf für die Präsidentenwahlen 2012 war die Entwicklung des fernen Ostens und Ostsibiriens ein großes Thema. Und erstmals wurde nach der Angelobung Putins im Mai 2012 ein Ministerium für den fernen Osten geschaffen. Und klar war, dass dieser strukturschwache ferne Osten Russlands und das strukturschwache Ostsibirien nur modernisiert und gestärkt werden können, wenn es gelingt, Staaten wie Japan, Südkorea oder die Volksrepublik China dazu zu bewegen, in dieser Region zu investieren. Also diese Ostorientierung hat vor den Sanktionen bereits begonnen. Durch die Sanktionen wurde diese Ostorientierung aber verstärkt. Russland hat darauf gehofft, dass China mithelfen würde durch Kredite, die Refinanzierung der sehr hohen Auslandsschulden russischer Unternehmen, vor allem Staatsunternehmen und russischer Banken, möglich zu machen. Der russische Staat selbst ist sehr wenig verschuldet. Die Auslandsschulden Russlands liegen derzeit bei 52 Milliarden Dollar. Das sind 15% des Bruttoinlandsproduktes. Also das ist ein sehr, sehr niedriger Wert. Staatsunternehmen und Banken aber sind im westlichen Ausland hoch verschuldet. Die Außenstände betrugen 2014 fast 740 Milliarden Dollar. Nun, da aufgrund der Sanktionen der Zugang zu den westlichen Kapitalmärkten abgeschnitten ist, hoffte Russland sehr darauf, dass China statt der westlichen Banken diese Rolle des Refinanzierers übernehmen würde. Das hat China zum Teil getan, aber alles in allem war die Bereitschaft Chinas zu helfen für die russische Seite enttäuschend. Man hat sich von China durchaus mehr erwartet. Aber chinesische Banken sind nicht bereit, die westlichen Sanktionen zu unterlaufen durch die Vergabe von Krediten und Hilfe bei der Refinanzierung, weil sie Sorge haben,
dass sie dadurch Nachteile auf dem amerikanischen Finanzmarkt haben würden. Das lässt die chinesische Position nachvollziehbar und verständlich werden. Es bleibt aber, dass Russland sich mehr von China erwartet hätte. Was es zwischen Russland und China gibt, und daran wurde in den letzten 25 Jahren von verschiedenen Regierungen auf beiden Seiten intensiv gearbeitet, ist eine intensive politische Abstimmung. Beide Seiten stimmen ihre politischen Positionen sehr eng miteinander ab. Sie vertreten auch ähnliche Prinzipien. Russland und China vertreten ganz hart das Prinzip der Souveränität von Staaten, das die Einmischung anderer Staaten in die inneren Angelegenheiten dieser Staaten verhindern soll, verbieten soll. China und Russland sind auch beide Staaten, die diese Idee einer humanitären Intervention ablehnen. Ja, die sagen, dieses Konzept der humanitären Intervention, Responsibility to Protect, manche von Ihnen haben das vielleicht gehört, sei nichts anderes als der verdeckte westliche Versuch, Regierungen auszutauschen, die dem Westen nicht gefallen. Das ist eine von China und Russland gemeinsam geteilte Position. Und beide Staaten sind daran interessiert, dass von dieser unipolaren Ordnung, die nach dem Ende des Kalten Krieges entstanden ist, mit den Vereinigten Staaten als dem Hegemon im internationalen System, möglichst rasch der Übergang zu einer multipolaren Ordnung gelingt oder zu einer polyzentristischen Ordnung, wie das in Russland bezeichnet wird. Für Russland muss aber auch klar sein, dass China sich niemals in eine Allianz mit Russland gegen den Westen begeben wird. Für China ist die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und mit Europa wesentlich wichtiger als die Zusammenarbeit mit Russland. Der Handelsaustausch zwischen Russland und China ist um ein Vielfaches geringer als der Handelsaustausch Chinas mit den USA und der Europäischen Union. Also sich in eine antiwestliche Bündnisstruktur einbinden zu lassen, kommt für China nicht in Frage. Und zuletzt, die Ostorientierung hin zu China ist etwas, was von der politischen und vor allem der wirtschaftlichen Elite in Russland so nicht geteilt wird. Die russische Bevölkerung, aber auch die Eliten verstehen sich als Europäer. Es wohnen etwa 118 Millionen der 145 Millionen Russen, wenn wir jetzt die 2 Millionen der Krim und Sevastopols dazurechnen, im europäischen Teil Russlands. Sie fühlen sich mit der europäischen Kultur verbunden. Sie schauen nach Europa, um zu lernen. Ja. Sie schicken ihre Kinder nach Europa an die Schulen. Sie bauen sich Häuser, kaufen Häuser und Wohnungen im Westen, weil sie sich in Europa zu Hause fühlen und nicht in China. Und das ist etwas, was bei dieser Ostorientierung auch zu bedenken ist. Selbst wenn sich die Regierungsspitzen auf dieses eine oder andere Projekt der Zusammenarbeit einigen, ihre politischen Positionen abstimmen, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch immer wieder gleichstimmen, gibt es in den russisch-chinesischen Beziehungen keine gesellschaftliche Unterfütterung. Der Kontakt zwischen der russischen Bevölkerung und der chinesischen Bevölkerung ist ganz gering. Es gibt keine kulturelle Affinität, nicht einmal die kulturelle Neugier aufeinander. Und für Russland muss als letztes gesagt auch deutlich sein, dass China eine aufsteigende Supermacht ist, Russland eine schwächer werdende Großmacht. 1990 war das Bruttoinlandsprodukt Russlands noch viermal so groß wie das von China. Heute ist das Bruttoinlandsprodukt Russlands ein Bruchteil des chinesischen Bruttoinlandsproduktes. Also das sieht man in Russland eben auch. Eine zu starke Anlehnung an China widerspricht sowohl der kulturellen Tradition Russlands, seiner Bevölkerung und seiner Eliten und ist auch gefährlich, weil man, wenn man sich an China binden würde, sich an einen Staat bindet, der wesentlich stärker ist als Russland selbst und man bestenfalls dann ein Juniorpartner wird der Chinesen, die die großen Gegenspieler der Vereinigten Staaten sein werden.
Also es stimmt zweifellos, dass Russland keine demokratischen Traditionen hat. Aber ich wehre mich immer gegen eine Argumentation, die so tut, als wäre Russland genetisch nicht zu einer Demokratie fähig. Als gäbe es etwas in der russischen Zivilisation, die Demokratie, so wie wir sie verstehen, ausschließt. Das ist nicht der Fall. Auch wenn angesichts der zivilisatorischen Eigenständigkeit und mancher Sonderwege in der russischen Geschichte Demokratie in Russland wohl etwas anders aussehen wird als bei uns. Und das ist das gute Recht der Russen und der Russinnen, das zu tun. Ich stehe aber nicht an, Russland heute als einen autoritären Staat zu begreifen. Ein autoritärer Staat, getragen von einer politischen Elite, die in wesentlichen Teilen korrupt ist. Das mag vielleicht manchen nicht gefallen, aber Russland hat eine kleptokratische Führung und führt das Land autoritär. Es engt den Spielraum für freie Medien ein, es engt den Spielraum für NGOs ein, es engt den Spielraum für alternative Parteien drastisch ein. Wahlen in Russland sind nicht frei und fair. Wobei ich dazu sagen muss, Wahlen in Russland waren auch in den 90er Jahren nicht frei und fair, nur haben die Wahlergebnisse damals dem Westen gepasst und deswegen hat man darüber nichts gesagt. Also Russland ist ein autoritärer Staat. Wenn man die Russen fragt, wie wichtig es ihnen ist, ob sie ihre Führung, ihren Präsidenten wählen können oder nicht, dann gibt es eine übergroße Mehrheit, die sagt, dieses Wahlrecht ist uns ganz wichtig. Wir wollen unseren Präsidenten in freier Wahl wählen dürfen. Aber gleichzeitig sagen mehr als 80% der russischen Bevölkerung, wenn wir einen Präsidenten gewählt haben, dann soll dieser Präsident mit eiserner Faust regieren. Es gibt also diese Position, wir wollen Mitsprache haben dabei, wer dieses Land lenkt. Wir wollen aber diesem Lenker dann diese autoritäre Verfügungsgewalt über den Staat geben und hoffen darauf, dass er ein guter Zar ist. Das ist eine mentale Disposition, die wir in großen Teilen der Bevölkerung finden. Auf dem Land stärker als in der Stadt, in der älteren Generation stärker als bei der jüngeren Generation. Aber sie prägt die politische Kultur in Russland. Was ich an gleicher Stelle aber auch sagen möchte, die Demokratisierung Russlands ist ausschließlich die Aufgabe der Russen und der Russinnen. Es kann nicht angehen, dass der Westen glaubt, die politischen Entwicklungen in Russland steuern zu sollen. Über die Finanzierung bestimmter NGOs, über die Finanzierung bestimmter Medien. Die Demokratisierung eines Landes ist immer die Aufgabe seiner Bevölkerung. Und es verwundert mich schon ein bisschen, wenn jetzt darauf hingewiesen wird, dass Russland in Europa rechtsnationale Bewegungen und Parteien unterstützt. Ich finde das nicht in Ordnung. Aber das wird heute beklagt und niemand erinnert sich daran, dass der Westen umgekehrt seit 25 Jahren das Gleiche macht. In Russland bestimmte politische Kräfte unterstützt, um das Land in eine bestimmte Richtung zu drängen, zu einer bestimmten Außenpolitik zu führen. Wir sollten zurückkehren in eine Zeit, wo sich kein Staat in diese inneren Angelegenheiten eines anderen Staates einmischt. Die Russen nicht in unsere, wir nicht in die russischen. Natürlich muss es darum gehen, dass die russischsprachige oder ethnisch-russische Bevölkerung im Osten der Ukraine oder im Südosten der Ukraine in einem Staat Platz hat, der sich nicht ausschließlich als ethnisch-ukrainisch begreift, sondern respektiert, dass er ethnisch facettenreich ist, dass er multiethnisch ist. Das bedeutet die Anerkennung von Rechten für die ethnischen Russen, was die Schulbildung betrifft, was die Verwendung der russischen Sprache betrifft. Aber all das, oder sogar das Risiko, dass das nicht gewährleistet
ist in der Ukraine, gibt Russland eben nicht das Recht, mit militärischen Mitteln die Grenzen neu zu ziehen. Abgesehen davon, dass Russland gar kein Interesse an Donetsk und Lugansk hat. Er möchte diese verrosteten Betriebe, diese herabgewirtschafteten Hütten, die auf billige Energie angewiesene Schwerindustrie in dieser Region, im Donbass, wirklich haben. Russland verwendet diese Region als Verhandlungsgegenstand, als Druckmittel. Ja. Also insofern, Wahrung der Rechte der ethnischen Russen ja, aber das kann nicht bedeuten, dass die Staatsgrenzen der Ukraine neu gezogen werden. Ich stimme Ihnen zu, dass auf der Krim tatsächlich eine Mehrheit der Leute für die Eingliederung in Russland gestimmt haben. 62% der Bevölkerung sind ethnische Russen, 24% Ukrainer, 13% Krim-Tatar. Also schon von der ethnischen Zusammensetzung gibt es eine Neigung hin zum Anschluss an Russland. Aber es gab auch soziale Gründe, warum man das haben wollte. Ja. Die Pensionen sind in Russland höher. Die Gehälter für Staatsangestellte sind in Russland deutlich höher. Ja, auch dieses soziale Motiv spielte bei der Abstimmung am 16. März 2014 eine Rolle. Also man kann viele, auch historische Gründe finden und den mehrheitlichen Willen der Bevölkerung auf der Krim für die Eingliederung der Krim in Russland. Nur, ich habe auch Völkerrecht studiert, das mit der Sezession, das teile ich so nicht. Erlauben Sie mir, wenn ich da noch auf Sie repliziere. Eine Sezession ist nach dem Völkerrecht aus drei Gründen möglich. Das Völkerrecht erlaubt eine sogenannte Sezession für den Fall, dass sich eine Kolonie vom Kolonialstaat ablöst. Das Völkerrecht erlaubt die Sezession auch, wenn die Sezession mit Zustimmung des sogenannten Territorialherren stattfindet. Das ist der Terminus, der im Völkerrecht gebraucht wird. Das heißt, mit Zustimmung des Staates, von dem sich eine bestimmte Region lösen möchte. Und es gibt eine dritte Rechtfertigung für Sezession, die sogenannte remediale Sezession, die erlaubt wird, wenn eine Bevölkerung, eine ethnische Gruppe, systematisch diskriminiert oder gar verfolgt wird von der Führungselite des Heimatstaates. Das alles haben wir auf der Krim aber nicht. Wir haben keine dieser Bedingungen für eine Sezession auf der Krim. Es gab den von Russland so befürchteten oder zumindest argumentierten Marsch der Kiewer Faschisten auf die Krim nicht. Es gab keine systematische Diskriminierung oder gar Verfolgung der Krimbewohner durch den ukrainischen Staat nicht. Soweit zum Völkerrechtlichen. Rechtlich haben Sie gesagt, es widerspricht der ukrainischen Verfassung, denn nach ukrainischer Verfassung kann sich eine Region von der Ukraine nur abspalten, wenn es vorher im gesamten Staat, in der gesamten Ukraine ein Referendum darüber gibt und wenn die Mehrheit aller ukrainischen Staatsbürger dieser Sezession zustimmt. Also wir haben Schwierigkeiten, weil es im Widerspruch stand zur ukrainischen Verfassung und wir haben Schwierigkeiten, weil die Sezessionsgründe und Motive nicht vorliegen. Politisch kann man das Ganze anders betrachten. Ja. Aber rechtlich möchte ich eigentlich auf diese Dinge hinweisen. Auch zugebend, dass in der Völkerrechtslehre es dazu keinen einheitlichen gemeinsamen Standpunkt gibt. Sie haben den Völkerrechtsprofessor aus Deutschland erwähnt, der anders argumentiert als ich. Er nimmt eine klare Minderheitenposition ein, aber es ist eine Position und er ist ein guter Völkerrechtsprofessor. Und es gibt eine Mehrheitsposition, die so ist, wie ich sie vertreten habe. Ob das Ganze aber rechtlich zu beurteilen ist oder politisch, das ist dann eine andere Frage. Also es ist die Argumentation vieler Kollegen von mir, die dann auch eine Politik der Abschreckung und der Eindämmung verfolgen, dass eine Aggression Russlands gegen die baltischen Staaten eben nicht ausgeschlossen werden könne, weil eben Russland ein aggressiver Staat sei,
der auf territoriale Ausdehnung bedacht ist. Ich teile diese Ansicht nicht. Ich halte einen russischen Angriff auf Polen oder eines der baltischen Staaten, auch wenn er militärisch, was die baltischen Staaten betrifft, sehr einfach durchzuführen wäre, für äußerst unwahrscheinlich. Russland weiß, dass die baltischen Staaten unter der Garantie des Artikel 5 des Washingtoner Vertrages, also des Gründungsvertrages der NATO, stehen. Die Ukraine war bündnisfrei oder ist noch immer bündnisfrei. Also wäre im Fall eines Angriffes auf ein baltisches Land mit der Reaktion des gesamten westlichen Verteidigungsbündnisses zu rechnen. Mehr noch aber, die Furcht, dass die ethnischen Russen in Estland etwa im Gebiet Narva oder in Litauen hat eine geringe ethnisch-russische Bevölkerung, dass die Russen in Estland und Lettland als Vorwand dienen könnten für den Staat Russland, so wie in der Ukraine, diese beiden Staaten zu destabilisieren, verkennt den Umstand, dass die ethnischen Russen sich in diesen Staaten äußerst wohlfühlen. Das war schon damals, 1991, so, als die neuen nationalistischen Regierungen Lettlands und Estlands gefürchtet haben, die ethnischen Russen könnten sowas wie eine fünfte Kolonne sein. Das war damals schon falsch, weil viele der Überzeugung waren, ihre wirtschaftliche Zukunft im Baltikum wird eine bessere sein als in Russland. Und das ist heute erstens eingetreten und zweitens ist der Unterschied im Lebensstandard im Baltikum gegenüber dem in Russland so deutlich verschieden, dass diese Idee, die baltischen Russen könnten heim nach Russland wollen, mit der Wirklichkeit einfach nichts zu tun hat. Also es gibt keinen Drang der ethnischen Russen im Baltikum, zu Russland zurückzukehren. Und Russland weiß auch, ein Angriff auf das Baltikum, wiewohl militärisch einfach durchzuführen, würde zu einer massiven militärischen Gegenreaktion des Nordatlantischen Bündnisses führen. Also ich halte nichts von diesen Szenarien. Als nächstes sind die Balten dran und dann kommt Polen und irgendwann steht der Barbar wieder an der Elbe, wie man das nach 1945, ich zitiere, Konrad Adenauer gesagt hat. Da gebe ich Ihnen völlig recht, das spielt auch eine Rolle in der Perzeption des Westens, etwa auch in der Perzeption der Ausdehnung des militärischen Bündnisses der Nordatlantischen Vertragsorganisation. Was es bedeuten würde, wenn die Ostgrenze der NATO tatsächlich an der russisch-ukrainischen Grenze verliefe, angesichts dieser historischen Erfahrungen und der Schwierigkeiten, das militärisch überhaupt noch verteidigen zu können an der russisch-ukrainischen Grenze, das spielt eine große Rolle. Wir denken halt leider immer nur an unsere Seite und verstehen nicht, was die Ängste und die Besorgnisse der anderen Seite sind. Deswegen habe ich so sehr auf die Perzeption hingewiesen. Der Westen sagt in der Argumentation für die Ausdehnung des Nordatlantischen Bündnisses, Russland müsse doch interessiert sein, an seinen Westgrenzen stabile Staaten zu haben. Und von der NATO geht keine Gefahr aus. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Selbst wenn das alles so stimmen würde, ändert das noch nichts daran, dass man es in Russland anders sieht. Und dass man aus historischen Erfahrungen, die Sie geschildert haben, auch misstrauisch ist. Und unsere Antwort an Russland ist nicht, Russland zu sagen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, wir meinen es euch gut und wir machen nichts gegen euch. Oder ihr müsst doch verstehen, dass das für euch auch gut ist, sondern wir müssen verstehen lernen, wie die russische Seite es interpretiert. Und diesen Ängsten und Befürchtungen muss westliche Politik eine Rechnung tragen. Ich sage immer, wenn ich angesprochen werde, auf das Recht kleiner Völker ihr Bündnis zu wählen, frei zu wählen. Ja. Jeder Staat soll das Recht haben, das Bündnis frei zu wählen. Das sagt auch schon die Helsinki-Schlussakte. Und das ist eine Grundlage der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Aber wenn ein Staat sagt, er möchte Mitglied des Nordatlantischen Bündnisses werden, muss das Nordatlantische Bündnis ja nicht Ja sagen. Und das wäre in vielen Fällen besser gewesen.
die Ausdehnung des Bündnisses nicht vorzunehmen, aus einem übergeordneten Interesse. So sehr die baltischen Staaten mit ihren historischen Erfahrungen und ihren Sicherheitsbedürfnissen auch ernst zu nehmen sind, so hätte eine voraussehende westliche Außenpolitik wissen müssen, und ich habe das in den frühen 90er Jahren schon öffentlich argumentiert, dass Russland auf eine solche Außenpolitik aggressiv reagieren wird, sobald Russland wieder stark genug ist, wenn notwendig auch militärisch, wieder rote Linien in den Sand zu ziehen und zu sagen, wenn der Westen dies übertritt, gibt es diese Reaktion. Diese weitsichtige, antizipierende Außenpolitik haben wir in Europa und in den Vereinigten Staaten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht gehabt. Eher diesen Triumphalismus, wir haben den Krieg gewonnen, die andere Seite hat ihn verloren. Und das hat der Geschichte, das ist der Geschichte nicht gerecht geworden. Ja, die Haltung zu den Staaten der Europäischen Union in Russland ist mittlerweile auch sehr schlecht. Die Europäische Union hat einen sehr schlechten Ruf und das hängt natürlich mit den Sanktionen zusammen, die Europäische Union gegen Russland verhängt hat. Es stimmt, das Ansehen der Vereinigten Staaten ist in Russland noch geringer als das Ansehen der Europäischen Union. Aber die russische Bevölkerung schaut nicht mehr mit dieser Bewunderung nach Europa, wie sie das schon getan hat, in den 90er Jahren und den 2000er Jahren. Ich habe versucht, in meinem Vortrag zu erläutern, wie aus russischer Sicht von westlicher Seite immer neue Entscheidungen getroffen wurden, immer neue Handlungen gesetzt wurden, die man in Russland verstanden hat als die schamlose Ausdehnung westlicher Institutionen und die schamlose Ausweitung westlicher Macht in einer Zeit, wo Russland historisch schwach war. Wenn wir an die massiven Kontraktionen des Bruttoinlandsproduktes in Russland in den 90er Jahren denken. Zwischen 1990 und 1999 ist das Bruttoinlandsprodukt um mehr als 40% zurückgegangen. Wenn wir an die demografische Krise des Landes denken, die niedrige Geburtenrate, die sehr hohe Sterberate, das deutliche Herabsinken der durchschnittlichen Lebenserwartung bei Geburt, dem Verfall des Militärs, weil es nicht finanziert wurde oder werden konnte durch den Staat, den Verlust des äußeren Imperiums Osteuropa und den Verlust des inneren Imperiums der Sowjetunion. All das hat in Russland das Gefühl erzeugt, das ist eine immense Demütigung und eine historisch nicht mehr gekannte Schwäche. Und in diese Perzeption der eigenen Lage fallen diese westlichen Schritte und Handlungen. Und daraus erklärt sich dieses tiefe Misstrauen, das sich wieder entwickelt hat, über die Absichten und Motive des Westens. Das ging in den 90er Jahren beispielsweise so weit, dass man argumentiert hat, dazu muss ich sagen, die russische Regierung hat mit dem 1. Jänner 1992 eine Reihe von neoliberalen Reformschritten durchgeführt unter Beratung vor allem von amerikanischen Wirtschaftsberatern, getragen oder auf der Basis dieses damals geltenden sogenannten Washingtoner Konsensus. Und diese Schocktherapie hat eigentlich zu einer Verschlechterung der Lage geführt, zu einer enormen Verarmung weiter Teile der Bevölkerung. Und in den 90er Jahren ging das in Russland in der Bevölkerung so weit, dass man gesagt hat, der Westen hat uns absichtlich die falschen Ratschläge für unsere Wirtschaftsreformen gegeben, weil der Westen eigentlich uns noch schwächer haben möchte, als wir ohnehin schon sind. Sie sehen also, dieses Misstrauen ist gewachsen angesichts der eigenen Schwäche, vom Westen bestimmte Handlungen erfahren zu müssen, die geradezu symbolisieren, dass der Westen Russland nicht mehr als Großmacht achtet. Und das ist etwas, worum auch Josef Wissarionowitsch Stalin, heute noch der beliebteste Führer Russlands des 20. Jahrhunderts ist. Und Gorbatschow und Jelzin sind am Ende dieser Beliebtheitsskala. Weil Stalin das Land zu einer Großmacht gemacht hat, zu einer industrialisierten Großmacht. Und Putin macht dasselbe. In den Augen der russischen Bevölkerung macht Putin Russland wieder zur Großmacht, die gehört werden muss.
ja, die man nicht übergehen kann. Dass man die syrische Krise nicht lösen kann, ohne Russland am Tisch zu haben und ohne russische Interessen zu berücksichtigen. Dass Russland in der Lage ist, die Krim heimzuholen, wie das in Russland gesehen wird, ja, was immer ein Teil Russlands war. Das wird Putin positiv zugute geschrieben. In Russland gibt es diese Wendung, das Land von den Knien zu erheben. Ja? Und das macht Putin. Putin wird also verstanden als eine Reaktion auf diese systematische Demütigung und Marginalisierung des Westens, vor dem man Angst hat und seinen Absichten Angst hat und dem man jetzt einen starken Führer entgegenstellt, und das ist Wladimir Putin. Auf westlicher Seite, ich habe Ihnen gesagt, die Erzählungen über die Geschichte der letzten 25 Jahre ist im Westen völlig anders als in Russland. Auf westlicher Seite ist Russland schuld, dass es nicht zu einem neuen Interessensausgleich zwischen beiden Seiten gekommen ist. Man hätte Russland doch eine Modernisierungspartnerschaft angeboten. Die Europäische Union habe Russland Zusammenarbeit in den sogenannten vier gemeinsamen Räumen angeboten. Wirtschaft, Sicherheit, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Bildung, Wissenschaft und Kultur. Russland habe die Gelegenheiten nicht genutzt. Ja. Die westliche Erzählung ist, dass Russland schuld ist an der jetzigen Situation. Und weil Russland eben in der Ukraine erstmals seit 1945 die territoriale Integrität eines Staates verletzt habe, müsse man vor diesem Russland mit diesem Präsidenten berechtigt Angst haben, dass mit der Anerkennung des Kosovo die territoriale Integrität Serbiens verletzt wurde, wird dabei allerdings meistens vergessen. Wobei das eine das andere nicht entschuldigt. Ich will nur darauf hinweisen, welche unterschiedliche Erinnerung wir haben. Russland hat das Völkerrecht gebrochen. Ich habe das explizit gesagt. Ja. Aber Großbritannien und Polen, zwei Staaten der Europäischen Union, haben beim Angriffskrieg gegen den Irak auch das Völkerrecht gebrochen. Das gesamte Nordatlantische Bündnis hat das Völkerrecht gebrochen 1999 mit dem Bombardement Jugoslawiens. Die Türkei, Mitglied der NATO, was ist die Rechtsgrundlage dafür, indem sie in Syrien einmarschiert ist und dort gegen die kurdischen Milizen kämpft? Aber haben Sie in den Medien irgendwann die Frage von irgendeinem Journalisten oder den Kommentar von irgendeinem Politiker gehört, dass dieser mit dem Westen verbundene Staat Türkei das Völkerrecht bricht und die territoriale Integrität und Souveränität Syriens verletzt? Das stimmt halt nicht, was wir an Erzählungen auf beiden Seiten haben. Ja? Auch auf westlicher Seite nicht. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Wenn Sie die staatlichen Fernsehstationen ansehen und die Berichterstattung, die es gibt, ja, das hat oft mit der Realität nichts zu tun. Ja. Für die russische Bevölkerung war das, was an Umsturz in Kiew passiert wird, der Rückkehr der Nazis. Ja. Die waren alle Faschisten. Der Maidan war eine faschistische Revolution. Ja. Also das russländische Staatsfernsehen erzählt den eigenen Bürgern und Bürgerinnen wider besseren Wissens eben eine eigene Version der Ereignisse. Und das schürt Ängste. Ja. Und wer Angst hat, fühlt sich besonders wohl, wenn er das Gefühl hat, er hat an seiner Staatsspitze einen starken Präsidenten. Da haben Sie völlig recht mit dem Einwand. Es ist nur bei uns ähnlich. Ja. Die Russland-Berichterstattung in Österreich und darüber hinaus hat mit den Realitäten in Russland oft nichts zu tun. Viele Journalisten kennen das Land nicht näher, sprechen nicht die Sprache, aber sie urteilen. Und sie machen sich vor allem zu einem Aktivisten. Ja? Sie wollen etwas ändern. Und das ist, vielleicht kann ich Ihnen das auch noch sagen, damit Sie meinen Vortrag besser einordnen können, etwas, was ich nicht als Teil meines Verständnisses als Wissenschaftler begreife. Wenn ich sage, dass in Syrien Kriegsverbrechen passieren, und das ist der Fall, dann weise ich darauf hin, sage aber nicht im selben Atemzug, und jetzt muss unbedingt etwas dagegen getan werden, dass diese Kriegsverbrechen zu einem Ende kommen. Wenn es Menschenrechtsverletzungen in Russland gibt, dann weise ich darauf hin.
Aber ich werde nicht zum Aktivisten und sage, der Westen muss Druck ausüben auf Russland, damit diese Menschenrechtsverletzungen aufhören. Das ist die Aufgabe von Politikern, zu entscheiden, wie sie auf bestimmte Vorkommnisse, Ereignisse, Handlungen reagieren. Das ist nicht die Aufgabe eines Wissenschaftlers. Ich sehe meine Aufgabe als die, zu analysieren, zu beschreiben und im besten Fall zu prognostizieren. Aber ich mache mich nicht zu moralischen Aktivisten. Ich habe als Bürger oft meine Meinungen zu bestimmten Dingen, aber als Analytiker geht es nicht um meine Meinungen, sondern es geht darum, ihnen die Geschichte möglichst objektiv zu erzählen. In Anerkennung der Tatsache, dass Perzeptionen auf beiden Seiten wichtig sind und handlungsleitend und handlungsbestimmend sind. Deswegen werden Sie von mir niemals hören, dass ich etwas in Russland verurteile. Aber ich weise auf etwas hin, was etwa den Selbstverpflichtungen Russlands auf der Basis der Helsinki-Schlussakte widerspricht. Ich spreche von russischen Kriegsverbrechen in Ost-Aleppo, genauso wie ich von amerikanischen Kriegsverbrechen im Irak spreche. Aber es ist nicht meine Aufgabe als Politiker, Widerstand dagegen zu mobilisieren und Handlungsempfehlungen zu geben, was man gegen den einen oder gegen den anderen tun sollte. Und so sollten Sie auch meinen Vortrag verstehen.